Mit den Hautfarben ist es so, ich bin da auch noch nicht am Ende. Ich weiß nur, dass mehr oder weniger klar ist, dass vor dem Islam Menschen auch in der arabischen Literatur schon oder beschrieben wurden. Da wurde zum Beispiel gesagt, er hat so und so eine Hautfarbe oder jene Hautfarbe. Da gab es wahnsinnig viele Unterscheidungen. Also nicht nur einfach schwarz oder weiß oder gelb, sondern tatsächlich war das immer so eine ganz individuelle Beschreibung, dass man gesagt hat, die Haut sah ein bisschen olivfarben aus oder zum Beispiel im Norden die Menschen, da ist man Leuten begegnet, die waren blau-weiß oder krank-weiß. Oder, also es gab ungeheuer viele Abstufungen und das wurde erst später, also schon mit dem Auftauchen des Islam und darauf, wurde das, diese Hautfarbe aber mit einer Gruppe in Verbindung gebracht. Also nicht mehr individuell gesehen, sondern man sagt, also diese oder jene Leute haben halt diese Hautfarbe. Zum Beispiel die Nachbarländer wie Äthiopien, also am Horn von Afrika, oder die Sanj und so weiter, das wurde dann plötzlich also auf eine Gruppe übertragen, diese Hautfarbengeschichte, diese Unterscheidung.